Der Sturm ist entfesselt. Die Welle. Bin ich Charlie? Der Untergang. Was für ein Untergang. Je suis Charlie. Eine Kriegserklärung. Mit dem heuchlerischen Bekenntnis zu Meinungsfreiheit und Toleranz polarisieren wir friedfertige Menschen, die ihren Weg als Muslime und Teil ihrer Glaubensgemeinschaften und als Bürger ihrer europäischen Länder gehen wollten. Wir politisieren Menschen aufgrund ihres Glaubens, eines Glaubens bzw. einer Ideologie, aus der es für viele Muslime kein Entrinnen mehr gibt. Der Betrug der Legende vom Kampf gegen den Krieg der Kulturen. Wir sind es, die den Krieg der Kulturen entfesseln. Wir führen unseren muslimischen Geschwistern vor, wie fast unlösbar der Konflikt zwischen unserer grenzenlosen Freiheitsbehauptung und unserer allumfassenden Hingabe an den Götzen Geld ist. Religion kann sehr konstruktive Elemente haben, das Leben der Gläubigen begleiten und ihnen Halt geben. Religionen können aber auch ihre Anhänger in einen irrationalen und destruktiven Modus versetzen und aufgrund ihrer Charakteristik extrem gewalttätige, grausame, totalitäre Ideologie sein, die den Gläubigen Kampf und Gnadenlosigkeit aufzwingt. Ich spreche hier von einer Verschwörung unfassbaren Ausmaßes, die gezielt dieses Klima erzeugt und verschärft hat. Die säkularisierten Kulturmuslime werden in die Radikalisierung getrieben. Wie vernichtend wir Toleranzsoldaten mit Andersdenkenden umgehen, zeigt jeden Tag aufs Neue die exzessive, gleichgeschaltete und massive Einschüchterung Andersdenkender durch Medien, Politiker, Intellektuelle und uns. Dieser Toleranzwahn zerstört die Kulturen, zwingt den Menschen ein Miteinander der Kulturen auf und führt zu einer tiefer gehenden Entwurzelung. Der Geist ist aus der Flasche. Es geht um alle gegen alle. Nicht einmal die Frage Arm gegen Reich, sondern eine Dynamik, die keinen anderen Ausweg zulässt als die totale Entfesselung von blindem Hass und die Zertrümmerung der gesamten Ordnung. Niemand wird sich diesem Sturm entziehen können. Frauen gegen Männer, Junge gegen Alte, Muslime gegen Atheisten, Schwarze gegen Schwarze, Deutsche gegen Deutsche. Wir sind mittendrin. Es ist schon da. Das Gemetzel findet statt, jeden Tag, überall. Wir hätten eine Welt der Liebe bewahren und entfalten können. Muslime sind die ersten Opfer ihrer Radikalisierung. 1,6 Milliarden Muslime, deren Religion in dieser Konstellation zu einer Art Sekte wird, die ihren Anhängern eine strikte Trennung von Anders- oder Ungläubigen aufzwingt. Unser Denken hat uns getrennt. Die Politiker versuchen hilflos, die Menschen zu erreichen, die sich blind für ihre Lage zu Hunderttausenden dazu bekennen, einer extrem islamfeindlichen Propaganda die Solidarität zu erklären. Charlie Hebdo ist ein Menetekel für die totale Absurdität unserer entmenschlichten Zivilisation und wird Millionen von europäischen Muslimen und zig Millionen von abendländisch geprägten Europäern radikalisieren und aufeinander hetzen. Katastrophe. Mit der ungeheuerlichen Würdigung dieses Verbrechens durch die Solidarisierung mit der extremen Islamfeindlichkeit von Charlie Hebdo haben wir in unserer grenzenlosen Arroganz den Dämon inmitten unserer Gesellschaft entfesselt. Das wird wie eine Lawine losgehen und an allen Ecken rüsten die Verteidiger der Ordnung zum Kampf gegen die Gewalt und werden diese Gewalt genau damit unausweichlich uns allen aufzwingen. Wir werden und wir sind das, was wir zu bekämpfen vorgeben. Eine Geste des Respekts hätte uns alle davor bewahren können. Allein, wir sind unfähig dazu. Beten hilft nicht. Das Bekenntnis zur Würde Andersdenkender wäre der Ausweg. Der gegenseitigen Grenzen würde das friedliche Miteinander der Menschen ermöglichen. Gegenseitige Grenzen würden das friedliche Miteinander der Menschen ermöglichen. Hetze gegen Gläubige ist keine Satire, es ist Respektlosigkeit gegenüber einem zentralen Bereich der Würde. Die Würde des Menschen wurde von Charles Hebdo geleugnet und mit keiner Polizei und mit keiner Armee der Welt lassen sich die Würde und damit der Wert des Menschen dauerhaft treten. Wir haben 250 Jahre Aufklärung und Berge von geschlachteten Menschen hinter uns gelassen, um nichts anderes zu tun, als 1,5 Millionen Menschen in Paris auf die Straße zu bringen und die Rache für die Verleumdung des Propheten zum Terror zu erklären und die Beschmutzer des Glaubens zu heiligen.
Im Jahre 2015 sind wir als Gesellschaft außerstande, eine Geste der Versöhnung zu denken. Alle polarisieren und versuchen das zu tun, was sie als einziges können, nämlich profitieren. Ich bin erschüttert. Würde aller Menschen ist für uns undenkbar. Innehalten und schweigen. Kein Verbrechen scheint monströs genug, uns einmal von unserem unfassbar verachtenden Modus herunterzuholen und uns und nicht andere verantwortlich machen zu lassen.